Schönen guten Abend, herzlich willkommen beim Elevate Festival in Graz zu unserer heutigen Diskussionsveranstaltung, die unter dem Titel steht Fake News, warum sind Lügen ein Problem für die Demokratie? Mein Name ist Julia Schafferhofer, ich bin Kultur- und Medienredakteurin der Kleinen Zeitung und ich darf heute eine sehr hochkarätige Runde bei mir auf dem Podium begrüßen. Ich fange rechts an. Barbara Wimmer ist Journalistin beim Kurier und FutureZone.at. Ihr Schwerpunkt ist Netzwerkpolitik, Datenschutz, Social Media, Privatsphäre und sie ist eine von 12 neuen Leih-Detectors. Das wird sie uns später noch erklären, was das ist und was das auch quasi mit dem heutigen Thema zu tun hat. Herzlich willkommen. Dann darf ich gleich anschließen, ein Gast aus Tschechien, Jan Molacek. Er ist seit mehr als 20 Jahren Journalist, war ganz lange Auslandsreporter für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Tschechien, ist investigativer Journalist und ist bei einem neuen Online-Medium, Denik N, wenn ich das richtig, halbwegs richtig ausgesprochen habe, das rein von seinen Abonnenten finanziert wird als ein neues unabhängiges Journalismusmodell, worüber wir später auch noch sprechen werden. Herzlich willkommen. Zu meiner Linken darf ich vorstellen Thomas Lohninger. Er ist Geschäftsführer der netzpolitischen Bürgerrechtsorganisation Epicenter Works, unter anderem auch Senior Fellow der Mozilla Foundation und hat am EU-Gesetz zur Netzneutralität auch mitgearbeitet. Herzlich willkommen. Ganz links außen. Herzlich willkommen Wolfgang Bogensberger. Er ist der stellvertretende Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich und wird uns heute auch sehr viel darüber berichten, was die EU-Kommission quasi gegen Fake News plant. Herzlich willkommen. Es ist ein sehr spannendes Thema, das wir heute bearbeiten werden. Kurz nachdem US-Präsident Donald Trump angelobt worden ist, schrieb das Time Magazine auf seiner Headline ist Truth Dead, also ist die Wahrheit tot. Ohne Zweifel hat Trump den Begriff, den es ja eigentlich schon viel länger gibt und der schon viel älter ist, er hat ihn so bekannt gemacht, dass jedes Kind wahrscheinlich oder jeder Teenager weiß, dass es Fake News gibt, auch wenn sie vielleicht nicht wissen, quasi was es ist. Mich würde jetzt einfach mal ganz am Anfang zum Einstieg interessieren, wo liegt die Gefahr von Fake News, von einer Desinformation und von einer desinformierten Gesellschaft? Ich fange jetzt bei Ihnen an, Herr Bogensberger. Zunächst einmal herzlichen Dank, dass ich eingeladen worden bin und dass ich hier ein wenig beitragen kann zu diesem Thema. Wir ziehen es vor, gar nicht so sehr von Fake News zu sprechen, sondern eher von Desinformation. Dieser Begriff beschreibt das sehr viel treffender, was damit gemeint ist. Es geht im Wesentlichen um Irreführung, um Täuschung, um Verwendung von unrichtigen Tatsachen, von unrichtigen Fakten. Das ist ganz wichtig, dass man das einmal festhält, weil in dieser Diskussion kommt man immer in das Spannungsgebiet der freien Meinungsäußerung. Was ist noch von freier Meinungsäußerung erfasst und wo beginnt quasi die Lüge? Und da ist nun sehr viel besser beraten, wenn man sich auf Konzepte der Fakten stützt. Alles, was faktenbasiert ist, kann überspitzt werden, wie auch immer, wird im Wesentlichen von freier Meinungsäußerung erfasst sein noch und insofern auch geschützt. Alles, was mit falschen Tatsachen, mit falschen Grundlagen operiert, geht in Richtung Desinformation. Und das große Problem, das man mit Desinformation insbesondere in den letzten Jahren bekommen hat, dass die freie Meinungsäußerung auf einer freien Meinungsbildung beruht und die freie Meinungsbildung wiederum darauf beruht, ob man sich auf zuverlässige Informationen stützen kann oder nicht. Wenn ich in einen Supermarkt gehe und gerne Bio-Äpfel kaufen möchte, dann
bin ich abhängig davon, dass ich darauf vertrauen kann, dass die Äpfel, die das Label Bio drauf haben, tatsächlich Bio-Äpfel sind. Das ist dann meine Entscheidung, diese zu nehmen. Wenn ich darauf nicht vertrauen kann, wenn das unrichtig dargestellt wird und die Äpfel beliebig etikettiert wäre, dann ist meine freie Meinungsbildung auch schon beeinträchtigt. Ich kann sie nicht mehr frei bilden. Und unsere gesamte politische Szenerie, unsere demokratische Kultur ist im Wesentlichen darauf aufgebaut, dass die Bürgerinnen und Bürger in einem Wettbewerb von freien Ideen ihre Meinungen bilden können sollen und dass diese aber auf einer vertrauenswürdigen, soliden Basis beruhen soll, die Informationen, auf der sie dann ihre Meinung bilden. Und dieses Konzept ist zunehmend erschüttert worden. Es gibt zunehmend, und da muss man sich eben vor Augen halten, Naivität ist da sicherlich fehl am Platz. Es gibt in dieser Welt Systeme, die nicht unsere Werte teilen, die nicht unsere Grundhaltungen teilen, die nicht daran interessiert sind, dass wir, wenn ich jetzt Europa, in einem System der freien Meinungsvielfalt, der Pressefreiheit agieren können. Und da gibt es Interessen, dass man da mit geschickt gestreuten Desinformationen einfach Irritationen erzeugt, Destabilisierungen erzeugt. Und wie wir meinen, das ist etwas, wo man nicht früh genug dagegen halten muss und auch kann. Und das ist eigentlich eine der Grundlagen, warum man sich immer stärker mit diesem Thema beschäftigen sollte, die Sensibilisierung erhöhen sollte und auch die gesellschaftliche Robustheit, die Resilienz gegen solche Maßnahmen sukzessive steigern könnte. Das ist ein immens komplizierter Prozess. Es braucht alle Akteure, die in ihrem Bereich da mitwirken. Es ist ein Prozess, wo wir sehr viel noch lernen und ständig am Lernen sind. Aber wir müssen den beschreiten, weil wir können uns das einfach nicht leisten, dass unsere demokratische Meinungsbildung und Willensbildung von Desinformationen im Wesentlichen beeinflusst wird. Haben Sie ein paar Beispiele für uns, quasi aktuelle, damit wir wissen, worüber wir jetzt auch reden? Also es gibt im Europäischen Auswärtigen Dienst, das ist sowas wie das Außenministerium Europas, eine Einrichtung, die nennt sich Stratcom, also strategische Kommunikation, und die ist geschaffen worden im Anschluss an die Giftattacken an den ehemaligen sowjetischen Spion Skripal in Salisbury mit seiner Tochter Julia. Und die haben es sich zur Aufgabe gemacht, einfach Informationen zu analysieren. Die große Schwierigkeit ist zunächst einmal, Desinformationen zu erkennen, zu identifizieren und dann sie öffentlich zu machen, wenn es Desinformationen festgelegt ist, und insofern sie bloßstellen. Weil sobald Desinformationen bloßgestellt sind, verlieren sie ihre Wirkung. Seit dem Jahr 2015 arbeiten diese Analysten und haben bis zum heutigen Tag etwa 4.500 Fälle ganz bewusst gezielter Desinformationen ausfindig gemacht. Und ich nenne Ihnen jetzt einfach nur vier Beispiele der letzten zwei Wochen, und die ich aus Anlass der Oscar-Verleihung jetzt irgendwie so als die Oscars der Fake News der letzten zwei Wochen bezeichnen möchte. Also Sputnik, das ist eine Informationsplattform, hat im Wesentlichen die Desinformation verbreitet, dass Polen an einem Empire arbeitet, das vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer reichen soll. Es soll mit Hilfe von Nazis in der Ukraine im Wesentlichen einen Kollaps der Ukraine herbeiführen. Damit soll Polen die Westukraine vereinnahmen. Es sei eine militärische Intervention in Weißrussland geplant und insofern eine Bedrohung für Russland im Entstehen, weil Russland damit eingekreist würde. Eine weitere Fake News Oscar verdient für die Nicht-Dokumentation die Information von Baltias Latvia, die von russischen Quellen stammt. Da wurde behauptet, dass Lettland im Wesentlichen die barbarische Tötung von Walen massiv unterstützt und indem es Walfleisch von Norwegen massiv aufkauft.
Ein weiteres Beispiel von Russia Today ist zum Beispiel Venezuela. Da hat Russia Today bisher immer gezeigt, dass da die Supermärkte leer sind, dass da Hungers- und Versorgungsengpässe bestehen, was medizinische Versorgung betrifft. Ab dem Zeitpunkt, wo der Westen da den Juan Guaido unterstützt hat, wurden Informationen auf Russia Today verbreitet mit Videos, die im Wesentlichen volle Supermärkte gezeigt haben, dass überhaupt keine Versorgungsengpässe bestünden und dass das eine reine Erfindung des Westens sei. Und das vierte Beispiel, einfach nur damit Sie gewisse Vorstellungen haben, wie sich so diese Desinformationen in welchen Bereichen bewegen. Also die Skripals, die beiden, die von dem Giftgasanschlag mit großer Wahrscheinlichkeit aus russischer Geheimdienstquelle fast umgebracht, getötet wurden, die sind mittlerweile für tot erklärt worden in den Federal Press TV, in Investia und Utro. Und das hatte man belegt, dann wurde die These vertreten, aber sie werden bald durch einen Unfall unter Anführungszeichen sterben. Wieder ein anderes Mal wurde die Julia als vergewaltigt und schwanger dargestellt. Also ganz abstruse Geschichten. Es gibt zahlreiche solche Desinformationen. Manche sterben relativ kurz ab, weil es niemand aufgreift, aber manche haben doch das Potenzial, dass sie dann eben durch Bots, durch Fake-Accounts weiterverbreitet werden, durch schnelles Übernehmen, durch Leichtgläubigkeit von Nutzern und insofern eine große Breitenwirkung erzielen, die jedenfalls ein ganz ein anderes Licht abgeben, als die Realität tatsächlich bieten kann. Und insofern ist eins der großen Bemühungen jetzt nicht eine Gegenpropaganda zu starten, sondern eher Fake News, Desinformationen als solche zu erkennen, das öffentlich zu machen und sie insofern wertlos zu machen. Das heißt, wenn die dann entlarvt werden, wird quasi die Desinformation des Nachrichtengehalts oder so quasi öffentlich gemacht. Das ist dann die Strategie dagegen. Gibt es dann auch noch weitere Dinge, die passieren? Naja, es ist im Wesentlichen in den demokratischen Wahlprozessen ist eben die große Gefahr, dass der Einfluss auf das Wahlverhalten genommen wird. Das sind jetzt einmal relativ abstrakte Themen gewesen. Aber besonders sensible Situationen sind in unseren Breiten immer Wahltage. Europawahl steht unmittelbar bevor. Das ist die größte Wahl, die in Europa stattfindet, mit über 380.000 Wahlberechtigten, 380 Millionen Wahlberechtigten. Es gibt keine vergleichbare Wahl. Bis zum Jahr 2020 gibt es dann in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union noch weitere 50 Wahlgänge kommunaler Art, regionaler Art, nationaler Präsidentschaftswahlen. Also Wahlen sind immer besonders anfällig für Fehlinformationen und da ist es in unser aller Interesse, dass die Wahlentscheidungen der Bürgerinnen und Bürger nicht auf Grundlage von Desinformationen passieren. Sind die Verbreitungswege das große Thema von Desinformation quasi in der Gegenwart von einem Phänomen, das ja relativ alt ist und relativ vielfältig auch in diversen Kriegsszenarien eingesetzt worden ist? Ja, also ich glaube, was wirklich neu ist bei dem ganzen Phänomen und wieso wir jetzt auch abseits von Trumps Rhetorik zu diesem Begriff jetzt wieder drüber reden, ist wirklich der Verbreitungsweg. Ich meine, es gab immer schon schlechte Berichterstattung, Journalismus, der sich nicht an den Standards orientiert oder Zeitungsenden und solche Sachen. Was Neues ist die Ökonomie dahinter. Durch das derzeitige Geschäftsmodell im Internet personalisierte Werbung erlaubt es uns, mehr als Firma, die irgendwie ein Produkt bewerben will, zur Wiener Zeitung geht oder zum Standard und dort versucht sich auch zu positionieren im Kontext dieses Mediums, sondern man hat eigentlich irgendeine Werbefläche, die kann auf Russia Today sein, auf Ö24 oder auf der Future Zone und eigentlich werden wir als Internetbenutzer an der Stelle monetarisiert. Unsere Aufmerksamkeit in diesem Moment, wenn wir keinen Werbeblocker haben, wird den Werbetreibenden verkauft. Und dadurch verlieren eigentlich auch so die Medienhäuser die Kontrolle. Das wird alles entkontextualisiert.
Und ja, dadurch ist auf einmal die Ökonomie dahinter eigentlich, möglichst viele User zu bekommen, möglichst viel Verweildauer auf der Seite zu haben. Und aus der heraus ändert sich auch der Journalismus in gewisser Weise. Es gibt reißerische Headlines, es gibt ganz viele Klickstrecken, wo man eben nicht mehr auf einer Seite den Inhalt hat, sondern fünfmal weiterklicken muss, bis man alles gelesen hat. Das ist alles begründet damit, wie im Moment Geld verdient wird. Und ich glaube, viele der Probleme, die wir heute mit Fake News haben, aber auch im Journalismus haben, könnte man auch wieder über diese Ökonomie lösen. Da gibt es gute Untersuchungen vom Guardian und vom Standard, die inserieren hin und wieder auf ihren eigenen Blättern und kommen immer wieder drauf, dass ungefähr 70% des Geldes gar nicht bei Ihnen als Medium ankommt, sondern der Großteil bleibt irgendwo bei den Werbenetzwerken hängen. Ein großer Teil dieser 70% bleibt bei Google und Facebook hängen. Und da wäre ein guter Weg, der Europa auch gut zu Gesicht stehen würde, wenn man einfach da den Datenschutz zum Durchbruch verhilft und wegkommt von dieser personalisierten Werbung. Die E-Privacy-Verordnung, die EU-Kommission vorgeschlagen hat als Gesetz, wäre da eine gute Lösung gewesen. Österreich hat das in der abgelaufenen Ratspräsidentschaft leider verhindert, dass dieses Gesetz kommt. Aber das hätte die Möglichkeit geboten, dass man sagt, wir orientieren uns wieder an einem anderen, eigentlich früheren Modell und werten auch wieder dem Journalismus als solchen auf. Um das vielleicht noch einmal für die einzelnen Nutzerinnen und Nutzer runterzubrechen. Wenn irgendwer von Ihnen auf eine Nachrichtenseite geht, dann gibt es da ja ein Profil über Sie. Wie alt Sie sind, was Ihr Einkommen ist, Ihre Interessen, Ihr Beruf. Und all das wird den Werbetreibenden sozusagen angeboten. Wollen Sie jetzt gerade irgendwie die 55-jährige alleinstehende Frau mit Hundevorliebe haben? Und dann gibt es da eine Echtzeit-Auktion dieses Profils eines Nutzers und wer da am meisten bietet, bekommt auch die Aufmerksamkeit und kann dieser Person dann auch konkret die Werbung ausspielen. Das ist ein sehr datenschutzfeindliches System, wo auch mit sehr sensiblen Daten gehandelt wird. Diese Profile müssen nicht stimmen. Und es ist ein direkter Kanal zu uns. Also gerade wenn wir von Russland reden und von Cybersicherheiten, heutzutage werden auch Viren und Schadsoftware ganz oft über solche Kanäle der Werbung ausgespielt. Also diese Ökonomie ist ein Teil und wir werden dann wahrscheinlich noch über die großen Plattformen und deren Algorithmen reden. Ich würde aber gerne auch nochmal so beim Journalismus vielleicht die Brücke bauen. Ich glaube, in Österreich könnten wir auch ganz viel richtig machen, indem wir zum Beispiel die Presseförderung, die in Österreich ja nicht gering ist, zum Beispiel auch an eine verpflichtende Mitgliedschaft im Presserat binden würden. Dass es einfach so gewisse minimale journalistische Standards gibt und wer die nicht erfüllt, der kriegt auch kein öffentliches Steuergeld für seine Medienpublikationen. Und natürlich auch die Regierungsinserate, das ist so die Presseförderung unter der Hand. Auch da wird ja gewisserweise auch gerade von dieser Regierung eine Leitung und Steuerung der Medienlandschaft unternommen, die nicht immer nur nach Wahrheitskriterien ausgerichtet ist. Das war ein weiter Sprung. Ich möchte noch mal kurz zur Desinformation zurückkommen, also quasi an zwei Journalisten auch die Frage, wie betrifft euch im Alltag Desinformation? Seid ihr da auch konfrontiert damit? Ja, jeder Journalist ist ständig mit Desinformationen konfrontiert, weil man weiß auch als Journalist nicht immer sofort, kann ich dieser Quelle jetzt trauen, wenn ich sie zum ersten Mal aufrufe. Da muss man auch als Journalist wirklich sorgfältig und gründlich arbeiten, damit man nicht selber auf sowas hineinfällt. Da gibt es ja zahlreiche Beispiele. Zum Beispiel gab es da vor kurzem, Ende des Jahres 2018, gab es ein Knöchelschal-Video vom Postillon, was für uns im deutschsprachigen Raum klar als Satireportal gekennzeichnet ist und wir, die deutsche Sprache können das leicht rausfinden, dass der Postillon ein Satireportal ist. Aber die Geschichte mit dem Knöchelschal hat es in die USA geschafft und die konnten das aber nicht übersetzen und haben das dann als ernst genommen und ernst verkauft. Und in den USA hat sich das dann verbreitet als die Wahrheit und eben nicht als Satire. Erst viel später, als es dann in den USA schon Trend war, ist man draufgekommen, dass das eigentlich gar nicht wirklich der neue Modetrend ist, einen Schal um den Knöchel zu tragen, sondern dass es vielleicht
doch gar nicht ernst gemeint war und dass das unter den Jugendlichen in Deutschland und in Österreich keiner macht. Gut, das ist aber jetzt die Korrekturmeldung ist dann wahrscheinlich nicht genauso hochgespielt worden, oder, wie die Originalmeldung. Ist dann natürlich, also doch, es ist dann schon wirklich bekannt geworden, nur da hat sich der Trend lustigerweise bei dem Fall schon durchgesetzt. Das ist jetzt ein lustiges Beispiel, aber es zeigt halt tatsächlich, dass Journalismus auch nicht mehr so leicht ist, wie früher, sage ich jetzt mal, weil früher hat man seine fixen Quellen gehabt, wo man irgendwie recherchieren konnte. Und wenn man jetzt irgendwie in Echtzeit arbeiten muss, ist es halt so, dass man in Redaktionen teilweise auf Tweets reagiert und man selbst als Journalist irgendwie von seinem Chef dann hört, da hat der und der was getwittert, mach schnell was dazu. Und genau da muss dann ein guter Journalist noch sagen, Moment, das muss ich erst überprüfen, ob das tatsächlich stimmt, das kann ich nicht so einfach übernehmen. Und ja, da ruft man dann halt noch Quellen auf, aber auf diese Quellen muss man sich dann auch verlassen können. Und oft ist es einfach auch dieser Druck heutzutage, dass man die Meldung schnell raushauen muss und viele Kollegen auch von Qualitätsblättern, und ich habe das sicherlich auch schon mal gemacht, prüfen das dann nicht zuerst nach. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein großer Nachteil durch diese Schnelligkeit, und jeder muss das als Erster haben, dass da sehr viel Qualität verloren geht. Das würde ich allerdings, diese Fehler würde ich allerdings nicht als gezielte Fake News und Desinformation bewerten, weil das ist schlechter Journalismus, aber es ist jetzt keine gezielte Desinformation. Und da gibt es unter dem Begriff Fake News, fällt aber halt total viel. Ich bin als Journalistin zum Beispiel schon sehr oft mit Fake News konfrontiert worden, also Fake News rufen gegen meine eigenen Artikel. Und woher kommen die dann? Die kommen dann genau bei den Texten, die besonders gründlich recherchiert worden sind, die 15 Mal fact-gecheckt worden sind, die geprüft worden sind, die 7 oder 8 verschiedene Gesprächspartner hatten, die sich auf Gesetzestexte berufen. Und warum kommen diese Rufe nach Fake News? Einzig und allein deshalb, weil das eben ein Text ist, der irgendwem schadet. Also irgendeine Lobby meint, ach, der Text ist jetzt irgendwie Fake News, weil da fehlt ja noch das, aber das ist dann irgendwie, also das ist sehr häufig so, das macht ja auch genau Trump so, er sagt ja der Washington Post, dass sie Fake News produzieren würden. Und die Washington Post ist aber nicht Fake News, sondern die machen einfach kritische Berichterstattung über die US-Regierung. Und da muss man bei dem Begriff wirklich, wirklich gut aufpassen, von was man da eigentlich redet und mit was man da eigentlich konfrontiert ist, und dass man auch schlechten Journalismus nicht einfach als Fake News bezeichnen sollte und guten Journalismus schon gar nicht. Also. Möchtest du auch was dazu sagen? Ich muss mich erstmal entschuldigen, weil ich weiß nicht, welche Sprache ich sprechen soll. Ich finde es leichter, Englisch zu sprechen normalerweise, aber ich bin jetzt seit 2 Tagen in Österreich, und gestern habe ich in Wien ein paar Interviews auf Deutsch geführt, und jetzt gefällt mir irgendwie Deutsch zu sprechen. Aber wahrscheinlich werde ich auch Englisch benutzen müssen. I would like to add 2 things to the information that we already heard. The first thing is that the situation that we are describing here is new in one very important respect. There was a time long ago when if you were a politician and you wanted to suppress some information, you tried to make it disappear. George Orwell described it perfectly in his novel 1984. Winston Smith sat at the memory holes and burned newspapers, burned pictures of people who were meant to become non-existent, that were meant to disappear from history. At certain point of time,
this was not possible anymore. You cannot stop information now from being present in the online world, and you cannot stop news from reaching people. Not even in China, not even in Russia, and in democratic world, not at all. What became much more efficient was, or is, producing news, the opposite. So the Winston Smiths of today are not burning news, are not burning photographs. They are producing news. As many as possible, as much as possible, true or untrue, fake, it does not matter. The quantity is the most important thing. And in this huge amount of information, huge amount of news, to be able to decide which is correct, which is real, and which is fake, is extremely extremely difficult, even for trained people, even for journalists. Journalists, as my colleague said a few minutes ago, must look twice, three times, four times now, if some information they have is correct or not. Obviously, this was the case before also, but now it is twice as important. And if you speak, or if we speak about tackling fake news or fighting against disinformation, it puts us into difficult position and not very comfortable position, because fake news means producing news and not killing news, not burning newspaper, burning photographs anymore. Suddenly, it is the other way around, and it should be us who should be trying to suppress news from spreading. And this is, of course, a very uncomfortable position for a journalist, for a person who is devoted to democracy, because stop some information from spreading is simply not very nice thing to do in a free world. But this is, logically, this is the opposite of what we did before. Before, when the news was suppressed, for example, in Czechoslovakia, where I come from, where I was born, people were trying to spread the news. Now, the fake news means spreading the news, so you should be suppressing the news. This is a very uncomfortable position, and this is a very difficult position for journalists to agree with websites being taken down, Facebook accounts being stopped. This is very, as I said, uncomfortable position. And that's what's dangerous about the current situation, that if we try to stop the obvious fake news, and there are obvious fake news, no question about that, we might accidentally stop also different opinions from spreading, which obviously is not something that is compatible with democracy and freedom. Was gilt es also zu tun? Quasi, welche Strategien brauchen wir? You first. Okay, I will answer this question very quickly, because this is a very difficult question, and this is what thousands and thousands of people are trying to think up now. The question, what are we going to do about it? How can we help it? There are probably several answers that because we are at the beginning of this procedure, because we don't know what will happen in 5, in 10 years. Take Facebook, for example. If 10 years ago somebody came to me, or 15 years ago somebody came to me and told me, there will be a platform where everybody can write whatever you want, nobody is going to, you cannot stop anybody from writing his or her opinion, and everybody can read what they want, they can
like it, they can comment on it. If somebody told me this 15 years ago, I would say, wow, I mean, democracy is saved forever. You cannot suppress democracy in when you have such a platform. And now we see it's completely the other way around. So, and we are, as I say, we are at the beginning. We do not know what will come in 5, 10 years. We know that we will have to educate people in a similar way we did when, for example, new financial products came. I don't know the situation in Austria, but for example, in the Czech Republic in the 90s, nobody had any experience with private banks, with bank accounts, with savings, with things like that. Did not really exist much before the Velvet Revolution. And obviously a lot of bad people came and tried to exploit it, and very successfully they offered bank products that were completely frauds. And people had no education about that, and a lot of people spent their money or lost their money, their savings, because they believed it. And now we are in a similar situation with information. People are now, they are completely unaware of the fact that this new world of fake news, of disinformation exists, and they give their trust, they trust basically anybody who comes and tells them something that they find interesting or they want to hear. This is the most important thing, that that people like to read something that they themselves think or that confirms their opinions. So they are very that they are giving their trust to people who and organizations who do not deserve that trust. And we managed to tackle the financial frauds. There is a, we call it financial literacy. I'm not sure if this is the term in English. What we need is a media literacy or information literacy. We need to teach people, to educate people, the basic things, how to tell a good news source from a bad one. And it's not very different from the banks. I mean, if somebody comes to you and wants your money, and promises you, I don't know, 10% or 15% income, and does not tell you his name, does not tell you the address of his bank. You don't know who owns this bank. You know nothing about it. You just see some advertisement somewhere. You probably would not go and give them a huge amount of money. So it's not very different with news. If somebody comes to you and tells you something, some very bombastic information, but you don't know who the person or the organization is. There is no address, there is no name, nobody is the author. It's suspicious, and it's almost 100% sure that the news is not going to be very reliable. What we need to do, we need to teach people these very simple things, and I'm not saying that that's all we need to do. I mean, that's probably not as easy as that. But it would be a good beginning. Da ist eine Frage im Publikum. I think everything you said is correct, but how do you handle a situation where these people are already in the government, where you have an interior minister of interior affairs who can even produce fake news, where you have a vice chancellor who uses Facebook in a very professional way, and who has an enormous followership of 700,000 people here in Austria, in a small country. I think to hope that we will have enough media literacy in some years to avoid that is maybe too naive. It's not. It must be handled on another level, on a more political level, I would say. I know, Mr. I know Mr. Strache and Mr. Kickl very good. I spent some time as a journalist in Austria, and I talked to both of them many times before they were in the government. Not in the last year and a half or year and something. Yeah, obviously it's not enough, for sure. And Austria is no exception here. The politicians, it's a great for politician to be able to manipulate the public meaning. Maybe not directly by fake news, because, and we probably come to that later, fake news does not necessarily mean
wrong information, fake news or disinformation can be totally right. You can tell 100% truth and still spread disinformation. We probably come to that later. It's enough to take a fact from its context, or take 100% truth, real fact, and not add another fact that is also important. It's completely possible, and it's even more effective and efficient than to tell lies, because a lie or fake news, that's something that is completely fabricated, is usually quite easy to show as a lie. But to show in what way disinformation is a disinformation when it consists of real, true pieces of information is much more difficult. So I just... Ich nehme noch mal die Frage auf mit den, quasi, was brauchen wir, was können wir tun? Also ich glaube, die Lösungen, denen können wir uns nur schrittweise nähern. Ich glaube, grundsätzlich über das Problem zu reden, ja, es stimmt natürlich, ja, wenn wir schon auf der politischen Ebene ganz offensichtlich belogen werden. Also ich denke zum Beispiel vor kurzer Zeit Harald Wilimski, der irgendwie seine eigenen Aussagen zum EU-Austritt nicht hören wollte und denen widersprochen hat, obwohl es da ja wirklich gute Zitate und Quellen gibt. Wird halt einfach versucht von politischer Seite mit Lügen wegzukommen, und leider passiert das viel zu oft, ohne dass es geahndet wird. Ahnden meint hier soziale Ächtung aus meiner Sicht. Ja, es gibt gute Gründe, wieso Lügen nicht illegal ist. Lügen ist nicht verboten. Und wir wollen keinesfalls ein Wahrheitsministerium wie bei Orwell, und wir wollen keinesfalls, dass die großen Plattformen auf einmal über Wahrheit und Unwahrheit von Inhalten entscheiden. Das Grundproblem ist aber im Moment eben diese rasante Geschwindigkeit, mit der sich das Ganze verbreitet. Das Internet hat in gewisser Weise sein Versprechen gehalten. Also die Brechtsche Radiotheorie, dass wir alle miteinander verbunden sind, wir alle eine Stimme haben und nicht mehr nur passive Empfänger sein müssen, das ist heute so. Und das hat aber auch gewisse Konsequenzen, die vorher nicht absehbar waren. Jeder Mensch kann sich heute Gehör verschaffen. Jeder Mensch ist auch fast adressierbar, zumindest wenn man auf Twitter ist. Dann kann ich mir dann als simplen Ad-Menschen sofort jemanden direkt auch was an den Kopf werfen, wo ich davor vielleicht nur einen Leserbrief geschrieben habe, wenn eine Report in Kurier oder in der Future Zone mir nicht gepasst hat. Da waren mehrere Filter da drin, jetzt kann ich direkt irgendwie die Barbara at Schrumbab kritisieren wegen etwas, das mir nicht gefällt. Das Grundproblem ist aber, dass gerade eben in der Verbreitung auf den großen Newsportalen und da eben vor allem Facebook, haben wir heute eine enorme Intransparenz darüber, wie diese Algorithmen eigentlich wirklich funktionieren. Und ich würde meinen, dass das in der Natur der Sache wiederum der Ökonomie liegt. Facebook hat das Geschäftsmodell, unsere Aufmerksamkeit zu verkaufen. Und für die ist eine einzige Sache relevant für uns, die Verweildauer auf ihrer Plattform. Daraufhin ist alles optimiert. Und die beste Art, jemanden gebannt vom Bildschirm zu halten, ist mit Emotionen. Welche Emotion das ist komplett egal. Das kann Angst sein, das kann Hass sein, das kann aber auch Hoffnung und Freude und Lachen sein. Trump war erfolgreich in gewisser Weise, weil er eben so eine eher angstgetriebene Message hatte mit wir müssen uns abschotten, build a wall. Aber Obama hat es genauso auf diesen Plattformen geschafft mit Hope and Change we can believe. Also die Plattform ist in gewisser Weise neutral, und ich würde meinen, dass wir da viel mehr Transparenz und Offenheit brauchen. Facebook müsste eigentlich seine Daten öffnen für unabhängige Wissenschaft. Im Moment tun sie das nur mit ausgewählten Institutionen, die mit ihnen kooperieren. Wir brauchen unabhängige Wissenschaft darüber, wie diese Plattformen eigentlich funktionieren. Weil im Moment glaube ich, dass Facebook nicht mal selber weiß, wie ihre Plattform funktioniert. Und die sind natürlich auch jetzt nur von einem PR-Feuer austreten zum nächsten unterwegs. Dinge, die passieren auf der Welt, die noch weitaus schlimmer sind als Fake News. Ich erwähne den Genozid in Myanmar, wo es auch inzwischen UN-Berichte gibt darüber, dass Facebook eine sehr große Rolle gespielt hat bei diesen ethnischen Auseinandersetzungen, die es dort gab.
weil es halt auch in Myanmar sonst keine Zeitungen und keine journalistischen Publikationen gibt, die das hätten einfangen können. Also wir spielen hier schon in gewisser Weise mit dem Feuer. Und es gibt viele Lösungen, die jetzt zirkuliert werden, auch auf europäischer Ebene und auch auf Mitgliedstaatenebene, die eine gewisse Gefahr in sich bergen. Bei vielen Dingen müssen wir auch schauen, dass wir den Bock nicht zum Gärtner machen und Facebook nicht noch mehr Macht über Antworten. Inwieweit, Sie haben es vorher angesprochen, quasi die EU-Wahl im Mai, inwieweit bereitet man sich da auch auf das Thema vor? Gibt es da einen gezielten Strategieplan noch zu dem, was Sie vorher eingangs schon erwähnt haben? Ja, aber vielleicht kann ich noch ganz kurz darauf eingehen, was Jan vorher gesagt hat. Ich glaube, es ist einmal ganz wichtig, eine grundlegende Entscheidung zu treffen vom Zugang zu traditionellen Medien, vom Zugang zu sozialen Medien. Bei traditionellen Medien, da kann ich grundsätzlich auch davon ausgehen, dass bestimmte Regeln eingehalten werden, die in Ländern, wo Medienpluralismus besteht, wo Medienvielfalt besteht, wo es bestimmte Regeln gibt, dass man Anzeigen, Werbung als solches erkenntlich macht etc. Da kann ich als Konsument aussuchen, was möchte ich lesen, welche Texte interessieren mich. Bei den sozialen Medien spült mir der Algorithmus in die Timeline die Medien vor, der nach welchen Gesichtspunkten auch immer auswählt, was mich interessieren könnte. Das kann ich nicht ich selbst entscheiden, sondern es kommt einfach durch diesen Algorithmus in meine Leseliste herein. Und das da habe ich einfach keinerlei Informationen, was ist der Erzeuger dieser Nachricht, was ist der Wahrheitsgehalt dieser Nachricht, wie weit kann ich dem vertrauen, was jetzt die Richtigkeit betrifft. Und man muss eine Tendenz dazu gleich auch gegenhalten. Es ist ungefähr jeder zweite Nutzer mittlerweile auch schon so weit, dass er Informationen bei sozialen Medien bezieht, und die Altersgruppe der 18 bis 24 Jahre bezieht überwiegend ihre Nachrichteninformationen aus den sozialen Medien. Also da ist eine Gruppe im Entstehen, die nicht mehr diesen Vergleich bemüht mit anderen, mit traditionellen Medien, sondern die sich schon sehr stark auf soziale Medien verlassen. Und da ist es wirklich eine ganz große Notwendigkeit, sowas wie Literacy, Umgang mit sozialen Medien irgendwie sehr früh auch zu trainieren und schon in früher Kindheit ein bisschen auch so das kritische Medienverhalten als etwas Notwendiges, wenn man sich die Informations- und Nachrichtensituation aus diesen Medien nimmt, dass man das gleichzeitig auch mitbedenkt. Jetzt zur Frage Europawahlen und was man sich da überlegt. Also im wesentlichen Sinn ist die Erkenntnis da, dass es gibt keine Lösung, die einfach ist und wo man ein Ding benennt und damit hat man das jetzt im Griff, sondern es braucht vielfältige Ansätze, es braucht Ansätze auf europäischer Ebene, auf mitgliedstaatlicher Ebene, im privaten Sektor, in der Zivilgesellschaft, alle sind gefordert in dem Bereich. Es gibt niemanden, der da nicht gefordert ist. Aber was kann man sinnvollerweise tun? Also zunächst ist einmal auf europäischer Ebene für die Zeit jetzt, die unmittelbar ansteht, wird diese Analyseeinheit von Informationsmedien wird personell verstärkt. Da kommen Leute hin, die Data Mining machen, die Data Analyse machen, die Forschungsvorhaben vergeben, die Studien vergeben, die an bestimmte Einrichtungen Aufträge geben, dass auch ein bisschen Artificial Intelligence da eingesetzt wird, um solche Desinformationsquellen ausfindig zu machen. Es ist ganz wichtig, dass die Verschränkung zwischen europäischer Ebene und mitgliedstaatlicher Ebene erfolgt, weil alle Mitgliedstaaten für sich genommen auch schon bestimmte Mechanismen andenken, bestimmte Methoden anwenden, dass dieses Informations- und Analysewissen geteilt wird, dass das nicht quasi nur in einem Mitgliedstaat besteht und die anderen nicht, weil diese Desinformationen sind ja längst grenzüberschreitend bedeutsam geworden und übersteigen die Möglichkeit eines Staates jedenfalls. Deshalb, es wird sowas wie ein Rapid Alert System etabliert werden im Laufe dieses Monats. Wo wie kann man sich das vorstellen? Das einfach, wo diese Analyse Erkenntnisse
von wem auch immer gewonnen, dort zur Verfügung gestellt werden, Best Practices ausgetauscht werden in einer Echtzeit. Das ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche in Betrieb, wo dann die Informationen eingespeist werden können, weil bei diesen Desinformationen ist der zeitliche Faktor von herausragender Bedeutung. Wenn es nicht gelingt, sehr schnell und sehr rasch Desinformationen zu identifizieren, ist der Schaden bereits getan. Das heißt, die Schnelligkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor und da sollte dieses Austauschmodul eben die Möglichkeit geben, dass sich alle europäischen Mitgliedstaaten und die Einrichtungen der Europäischen Union sehr rasch verständigen können, was da an Desinformationen passiert. Das weitere Wichtige, und da spreche ich ganz in diese Richtung, ist, dass man die Plattformen in die Pflicht nehmen muss. Also da ist ganz klar, dass da eine bestimmte Verantwortlichkeit der Online-Plattformen, aber auch der Werbebranche besteht, da sorgfältiger umzugehen, Werbung als solche zu etikettieren, erkennbar zu machen, wo ist jetzt Objektivität als Guiding, als Orientierungslinie und wo möchte man nur sein Produkt und sei es eine politische Partei optimal positionieren. Da hat man im Wesentlichen bereits schon erreicht, dass im September des vergangenen Jahres die großen Online-Plattformen Facebook, Google, Twitter, YouTube und Mozilla sich einen Verhaltenskodex darauf geeinigt haben, wo man sich erstmals nach sehr großem Druck dazu bereit erklärt hat, politische Werbung offen zu legen, transparent zu machen, dass es sich hier um Werbung und nicht um Inhalt, um Recherche handelt, dass Scheinkonten geschlossen werden, dass die automatischen Bots, die auch den Traffic erzeugen, dass die als solche gekennzeichnet werden und dass da eine Kooperation, eine Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, mit den Regulierungsstellen, aber auch mit Forschungseinrichtungen gemacht wird. Also das ist etwas, was immer so im Umgang mit diesen Online-Plattformen ist, dass man immer sehr lange braucht, bis sie sich zu solchen Selbstbindungs- und Selbstverpflichtungsmaßnahmen wie Verhaltenskodex bereit erklären, weil die Drohung ist immer, es macht ihr das nicht, ist die Regulierung dieser Systeme eine mögliche Konsequenz und das scheuen die extrem. Und die vierte Ebene. Funktioniert das? Dass sie sich dann da selbstbindend dran halten? Wir haben die Erfahrung gemacht bei den Hate Speeches, also Hassreden im Netz, da hat man die Erfahrung gemacht, dass der gleiche Prozess war, dass die Online-Plattformen zunächst sehr, sehr zurückhaltend waren, dass man sich dann mit einem Code of Conduct dazu verpflichtet hat, alle Meldungen, die von Nutzern kommen, da ist etwas, wo zu Rassismus, zu Homophobie, zu Mord, zu Bloßstellung aufgerufen wird im Netz, dass das innerhalb von 24 Stunden geprüft wird. Und im Fall, dass es gegen die internen Community-Regeln, die Gesetze in dem jeweiligen Mitgliedstaat, europäische Gesetze verstoßt, dass es einfach weggenommen wird. Und da war die Entwicklung so, dass am Anfang diese Überprüfung der Berichte ungefähr bei 20% im Jahr 1916 gewesen ist, das ist mittlerweile auf 90% angestiegen, dass man tatsächlich innerhalb von 24 Stunden eine Überprüfung der Online-Plattform dieser Hate Speeches hat und die Beseitigung hängt dann sehr ab, was dann letztlich als problematisch vorgefunden wird, als Aufrufe zu Mord, zu Vergewaltigung etc. haben eine Beseitigungsrate von fast 90%. Andere, wo man unter Umständen sagen kann, das könnte in den allenfalls Graubereich von freier Meinungsäußerung hineinkommen, da ist man eher auf der Seite, dass man versucht, da nicht das zu begrenzen, aber da gibt es auch eine Beseitigungsrate so bei 50, 55%, also im Durchschnitt wird
werden als Hate Speeches um die 70% mittlerweile entfernt von den großen Online-Plattformen. Das ist ein Zeichen, dass das tatsächlich funktioniert hat über diese Selbstverpflichtungs- und Bindungsmöglichkeiten, und Ähnliches hoffen und erwarten wir auch in dem Bereich der Desinformation. Und der vierte Bereich, der ganz besonders wichtig ist, ist so ein langfristiger Bereich. Das ist diese Education, das ist dieses Learning, das ist das Literacy, dass man tatsächlich ein Gefühl quer durch alle Bevölkerungsschichten entwickelt, dass man da besonders kritisch sein muss bei Informationen, wo man nicht weiß, wo die Quellen sind, wo man nicht weiß, was ist der Wahrheitsgehalt, und wo man unter Umständen vielleicht zweimal hinschauen sollte, bevor man das mit anderen teilt. Es muss auch irgendwie klar sein, die Mechanismen, wie funktioniert das eigentlich, dass diese Plattformen alle im Wesentlichen da nach dem Motto funktionieren: wer mehr brüllt, bekommt mehr Klicks. Das heißt, dass das Anlockungssystem diese Laute, diese Schrillheit, diese spektakulären Dinge sind, und dass man da auch ein bisschen argwöhnisch sein muss und jetzt nicht nur ausschließlich nach diesen Gesichtspunkten sich die Nachrichten zieht, sondern vielleicht auch nach anderen. Du möchtest schon die ganze Zeit was dazu sagen. Ja, ich kann ja mitgehen irgendwie. Ja. Aber bist du zuerst? Okay, na, ich wollte nur, beim ersten und vierten Punkt kann ich ja mitgehen, sicher, mehr Medienkompetenz, klar, irgendwie dann das Internet endlich in die Schulklassen bringen. Und klar, Micro-Targeting und solche Dinge haben im Wahlkampf nichts verloren, niemand will personalisierte Wahlversprechen haben. Aber bei den anderen Punkten, da spielen sie mit dem Feuer. Den Plattformen die Entscheidung zu überantworten, wo unsere Meinungsfreiheit aufhört und was sie einfach selber löschen können, ohne dass da jemals irgendwer drüber schaut oder wir eine Transparenz drüber haben, das ist einfach genau der falsche Weg. Ich meine, das sind so sensible Entscheidungen, die sich schon zwischen den EU-Mitgliedstaaten ändern. Wir haben hier in Österreich ein Wiederbetätigungsgesetz. Das gibt es in anderen Ländern nicht. Und da sind so viele kulturelle Konnotationen auch dabei. Ja, das kann in Rumänien vielleicht als Hate Speech gelten, wenn man weiß, dass es vom Postillon kommt. Okay, gut, nein, das ist Satire und das darf sein. Ja, es gibt da sehr gute Ansätze, wie zum Beispiel in Frankreich. Dort gibt es Gesetze, die einfach sagen, während dem Wahlkampf, wenn du glaubst, du bist Opfer einer Desinformationskampagne, dann kannst du einen Antrag stellen, und es gibt ein Eilverfahren bei Gericht. Innerhalb von 24 Stunden ist das geklärt und gelöscht. Aber es ist der Rechtsstaat, der entscheidet, und nicht die Plattform, die das selbstständig in ihrer Prüfung macht. In Deutschland, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ist genau wieder so ein falsches Beispiel, wo ich befürchte, die Kommission wird sich ein Beispiel nehmen daran. Wieso ist das falsch? Weil dort die Plattform wieder selber entscheiden muss. Da gibt es diesen Terminus von offensichtlicher Rechtswidrigkeit und Dinge, die Verleumdung oder Hate Speech sind. Die Plattform glaubt einfach, okay, das kann weg, kommt es weg. Und es gibt auch für die Betroffenen, die vielleicht glauben, hier wurde gerade unrechtmäßig was gelöscht, keinerlei Rechtsbehelf, dass die sich irgendwo hinwenden können, um sozusagen auch der Meinungsfreiheit zum Durchbruch zu verhelfen. Und wir dürfen hier nicht unsere rechtsstaatlichen Funktionen an die großen Internetgiganten auslagern. Das sehen wir leider nicht nur in dem ganzen Fake News-Bereich, sondern erst recht im Urheberrechtsbereich aktuell, wo auch gerade versucht wird, mit Upload-Filtern den Plattformen eine Macht zu geben, die ihnen nicht gebührt, weil auch da ist es so, dass es legitime Urheberrechtsverletzungen gibt aus Zitatgründen, Parodie, aus Bildungszwecken. Und ein Computerprogramm, ein Algorithmus kann die Dinge, wofür wir Gerichte brauchen, nicht selbstständig erkennen. Gerade, dass man da immer von der Verantwortung der Plattformen spricht, die haben eine Verantwortung, ganz klar. Aber ich darf nicht die Plattformen in die Haftung nehmen. Wenn die auf einmal haften für das, was ihre Nutzer posten, müssen sie Sheriff spielen. Müssen sie präventiv schon diese vielleicht illegalen Inhalte vom Netz nehmen. Und nachdem das private Konzerne sind, werden die immer die Filter so einstellen, dass sie ja keine Haftung haben, ja keine Zahlungen befürchten müssen. Und das geht einfach auf Kosten unserer Meinungsfreiheit. Siehst du das auch so? Ja, großteils schon. Ich wollte eben genau zu diesem Problem der Selbstregulierung was sagen. Und zwar, wenn man jetzt wieder von Facebook spricht, und warum sprechen wir so viel von Facebook? Weil eben viele Nutzer, selbst wenn sie dann auf klassische Nachrichten gehen, zuerst die Nachricht auf Facebook lesen,
also die Headlines, und sie dann erst überhaupt zu den traditionellen Medien kommen. Und wenn wir jetzt genau darüber reden, was Facebook einem anzeigt oder nicht anzeigt, und wenn Facebook jetzt, wie wir alle wissen, diese Aufmerksamkeitsökonomie hat, das, was ihr als Plattform weiterhilft, wird dann geliked, geteilt, geshared, gehasst. Und wenn Facebook diese Dinge tut, ist es zwar nett, wenn sie sich irgendwelchen Selbstverpflichtungserklärungen unterwirft, aber ihr Geschäftsmodell bleibt trotzdem dasselbe, die Aufmerksamkeitsökonomie. Und dadurch wird das Unternehmen nie etwas gegen ihr eigenes Geschäftsmodell tun. Und alle diese netten Versprechungen, die dieser Konzern regelmäßig abgibt, hören sich zwar auf dem Papier sehr nett an, aber sind in der Praxis nicht viel wert. Und ein Beispiel zeigt das eigentlich wunderschön. Nach dem Fall von den US-Wahlen und der angeblichen russischen Beeinflussung, ich sage jetzt nur angeblich, soll jeder jetzt für sich selber entscheiden, ob es so war oder nicht, war es dann so, dass Facebook gesagt hat, ja, wir machen jetzt Transparenzregeln für Wahlen und es ist eben für euch künftig einsehbar, was wer für Anzeigen schaltet. Wir sind die Braven, wir wollen ja selber nicht, dass diese falschen Informationen auf unserer Plattform sind. Gut, in den USA wurde das mittlerweile eingeführt, diese Transparenzregeln, und man sieht tatsächlich, wer wie viel Geld für Anzeigen ausgibt. Das klingt einmal gut und schön, aber man sieht jetzt das nicht, also wenn eine Agentur für eine Partei eine Anzeige schaltet, sieht man ja erst recht nur den Namen der Agentur und nicht den Namen der dahinterliegenden Partei. Und das zweite Thema ist da hier, die Anzeigen sind zwar dann finanziell aufgelistet, aber es wird nicht ausgespielt, was jedermann für ein Posting zu Gesicht bekommen hat und wie viel Geld für genau diese Anzeige ausgegeben wurde. Es ist nur einsehbar, welche Agentur, welche Politiker hat wie viel Geld insgesamt ausgegeben, aber nicht für diese gezielte Anzeige, dieses gezielte Targeting, was der eine User zu sehen bekommen hat. Und das ist irgendwie nur die halbe schöne Wahrheit, weil das bedeutet nämlich, also der Tom hat nicht so viel zu Microtargeting gesagt. Microtargeting bedeutet halt gezielte Werbung, die man als Nutzer sieht. Wenn Sie hier vorne in der ersten Reihe zum Beispiel die Anzeige bekommen, ich liebe Yoga, und Sie da drüben, ich liebe Tennis. Und das hat Ihnen dieselbe Partei vorgesetzt. Also das ist jetzt ein Blödsinn, aber nur so, um das zu veranschaulichen. Weil Sie in einer Gruppe sind, die sich mit Yoga beschäftigt, und Sie sind in einer Gruppe drinnen, die Tennis liebt. Und da geht es dann nur darum, Ihre Aufmerksamkeit zu generieren. Und genau das wird aber dann in dieser Transparenz erst recht wieder nicht angezeigt. Und deswegen ist es ein riesengroßes Problem, dieses Unternehmen selbst entscheiden zu lassen, ist das jetzt transparent genug oder nicht? Nein, da bräuchte es wirklich, wie wir heute schon gehört haben, eine Kontrolle von außen. Und im Zuge dieser Transparenzregeln wurde genau diese Kontrolle von außen aber erschwert, weil im selben Atemzug mit der Einführung dieser Regeln haben sie gleichzeitig Unternehmen, die davor das Microtargeting erforscht haben, und das sind so Publikationen wie ProPolitico, die haben das halt regelmäßig aufgedeckt, wer auf Facebook was für eine Werbung gesehen hat und wie zielgerichtete Werbung überhaupt funktioniert, weil das war davor lange Zeit ein Phänomen, von dem man eigentlich überhaupt nichts gehört hat, außer von Google wusste man schon vorher ein bisschen, aber ansonsten, wie auf Facebook das funktioniert, hat man eigentlich gar nicht gewusst. Und denen wurde der Zugang gesperrt, die können das jetzt nicht mehr machen und die können das nicht mehr nachschauen, weil Facebook sagt, wir geben nur den Unternehmen Zugang zu unserer API
die von uns halt vorher geprüft worden sind. Und natürlich werden dann halt, das ist eigentlich genau das Gegenteil von Transparenz. Und warum ich jetzt zu lange über diese Transparenzrichtlinien rede, sie sollten nämlich vor der EU-Wahl noch nach Europa kommen, hat es geheißen. Und wir haben jetzt schon 2 Monate vor der Wahl und bis jetzt sind sie noch nicht da. Das ist das Erste, was mich etwas verwundert. Und zweitens werden wir dann aber, wenn sie wirklich noch kommen sollten, eben nicht viel sehen und deswegen reicht dies nicht. Und was ich da auch noch hinzufügen wollte, weil die EU-Kommission wirklich viel tut im Kampf gegen Desinformation. Also ich bekomme in meiner täglichen Arbeit mindestens einmal im Monat eine Aussendung, wo es darum geht, dass die EU-Kommission die Nationalstaaten dazu auffordert, sich darum zu kümmern, dass es weniger Desinformation gibt. Auf Facebook, im Internet und oft wird es auch noch mit Cybersecurity ein bisschen vermischt, aber im Prinzip bemüht sich die EU-Kommission wirklich, Nationalstaaten dazu zu bringen, was zu tun. Da habe ich einmal bei unserem lieben Medienminister, Herr Blümel, nachgefragt, was Österreich denn jetzt eigentlich tut. Das war irgendwie wenige Tage nach dem Mediengipfel, der da einberufen worden ist vergangenes Jahr. Und da hat es geheißen, ja, wir haben jetzt gerade einen Mediengipfel abgehalten, das tut Österreich. Aber auf diese Thematik selbst und ob Parteien jetzt in Österreich eben genau dieses Microtargeting zur Wahl einsetzen und eben einem Yoga und einem anderen Tennis anspielen und herzeigen und genau so einfach nur beeinflussen wollen, dass er zumindest ihnen mal zuhört. Also da geht es ja jetzt noch gar nicht darum, wähl mich, sondern hör mir wenigstens mal zu und schau mal, was wir da machen. Weil damit gewinnt man zumindest einmal die Aufmerksamkeit der einzelnen Nutzer. Und das ist halt eben sehr wohl eines der Probleme und dass halt das Ganze wirklich auf EU-Ebene geregelt gehört. Und da wäre ich sehr dafür, dass es jetzt zum Beispiel so eine Best-Practice-Sammlung geben würde, weil ein Schnellschuss, da jetzt irgendwie schnell eine Regelung durchzusetzen, also Deutschland ist ja mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz ziemlich schnell vorgeprescht, also das kam dann ziemlich schnell, das ist und deswegen ist es auch kein wirklich gutes Gesetz und genau da wäre eine Best-Practice-Sammlung sehr sinnvoll und dann sich einmal wirklich anzuschauen, was kann man da jetzt wirklich tun. Und da ist die EU sicher in der Rolle, sehe ich die EU in der Rolle, sich ein bisschen mehr um diese Dinge auch noch zu kümmern und nicht nur um Selbstbestimmung des Netzwerkes. Ansonsten kann ich meinen Vorrednern alle nur zustimmen, was die wichtigsten Punkte sind, haben wir jetzt glaube ich, schon da alle gehört. Ich finde auch Medienkompetenz natürlich schon sehr wichtig, auch gerade. Bevor wir zu dem Thema switchen, darf ich nur kurz, jetzt interessiert mich natürlich, was noch vor der EU-Wahl kommt und wie es mit der Transparenz aussieht. Ich möchte nur ganz kurz darauf eingehen, das ist eine sehr sensible und alte Diskussion auch. Was sind die Vorteile, Nachteile der Selbstregulierung gegenüber Regulierung? Was erreicht man dann mit dem einen und hat unter Umständen für bestimmte Problembereiche und was erreicht man mit dem anderen und hat mit dem anderen auch bestimmte Problembereiche? Es ist letztlich eine, würde ich sagen, ziemlich pragmatische Entscheidung, die dann gewählt wird und die Europäische Union hat eben den Weg der Selbstregulierung gewählt, wie ich glaube, aus ganz guten Gründen. Es ist ja nicht nur die Selbstregulierung sich selbst überlassen, sondern die Selbstregulierung ist mit einem ziemlich intensiven Monitoring versehen, mit einem ziemlich intensiven Evaluierungsprozess versehen und immer mit der Drohung, wenn das nicht funktioniert, dann gehen wir in die Regulierung hinein. Und das letzte Argument hat immer dazu geführt, dass die Selbstregulierung dann tatsächlich letztlich gegen großes Widerstreben funktioniert hat. Was ist der Vorteil der Selbstregulierung? Es ist rasch. Ein Regulierungsprozess auf europäischer Ebene dauert lange. Es dauert so lange, dass das jedenfalls nicht jetzt vor den Wahlen erreichbar ist.
wenn man es reguliert hat, dauert die Umsetzung in den Mitgliedstaaten lange. Auch da haben wir jetzt nicht die Zeit. Wenn wir das alles umgesetzt haben, ist die Entscheidungsstruktur eine lange. Das heißt, wenn dann staatliche Einrichtungen darüber entscheiden, ob jetzt etwas weggenommen werden soll oder nicht, ist das eine Entscheidung, die nicht innerhalb von 24 Stunden getroffen wird. Da gibt es nicht dann rechtsmittellose Verfahren, sondern auch, da gibt es auch Rechtsmittel, die dann daran anschließen etc. Das heißt, dass alles, was wir bisher in dem Kontrollbereich als rechtsstaatliche Verfahren kennengelernt haben, funktioniert in der Schnelligkeit der sozialen Medien nur bedingt. Wichtigsten Begleiterscheinung dieser Selbstkontrolle ist ein permanentes Training der Leute, ein unglaubliches Staffing. Facebook hat 15.000 Leute eingestellt für bloßes Monitoring und Removing. Und es gibt immer parallel dazu auch einen Austausch zwischen den Plattformen. Im europäischen Kontext, da ist eine eigene High-Level-Gruppe eingerichtet, wo man im Wesentlichen genau das immer anspricht. Die kritischen Situationen, die Grenzfälle, die Best Practices, wo kann man bestimmte Lernprozesse erkennen, etc. Also ich würde jetzt sagen, diese bisschen grundlegenden Überlegungen, was ist jetzt mit Vorteil behaftet, als aus der Perspektive der Opfer. Bei Hate Speech ganz klar, wer da die Opfer sind. Bei Desinformation ist die, die vertrauen, dass sie eine reliable Informationsquelle haben. Wenn man die Opferperspektive mit einbezieht, dann ist den Opfern allemal lieber, dass die beschädigende Information bei Hate Speech, die mich betrifft, weg ist. Und nicht, ob ich dann irgendwann ein halbes Jahr später von einem Gericht Bestätigte bekommen habe, dass ich zu Unrecht da in den Dreck gezogen bin. Das ist ja eins der Nachteile der traditionellen Medien, dass die Entgegnungen etc. Ein halbes bis ein Jahr später dann in den Zeitungen auftauchen und dann genau den gegenteiligen Effekt erzeugen, dass das Thema noch einmal aufgewärmt wird, das eigentlich alle schon vergessen haben. Also aus der Opferperspektive würde ich sagen, ist ein ganz klarer Präferenz auch für die sehr rasch funktionierende, immer wieder auf die aktuellen Bedürfnisse sich anpassen müssende, mit einem starken Monitoring-Prozess begleitete und eine gewisse Kohärenz erzeugende Begleitung versehen, wenn es funktioniert, deutlich erfolgreicher. Wenn es nicht funktioniert, die Regelung kann man immer wieder zu einem späteren Zeitpunkt noch immer treffen. Aber aus der jetzigen Perspektive denke ich, dass alle diese Selbstregelungsmechanismen gegen sehr starken Widerstand, aber letztlich doch erfolgreich durchgesetzt wurden. Ja, also ich finde ja nicht, dass die Selbstregulierung per se schlecht ist. Also ich finde die Maßnahmen, dass es Maßnahmen gibt, natürlich auch sehr gut. Aber was ich sagen wollte, ist, langfristig reicht es halt einfach nicht. Ich wollte auch nur ganz kurz irgendwie, wie gesagt, dass der Rechtsstaat dazu grundsätzlich nicht in der Lage ist, dass ist, glaube ich, ein Irrglaube. Also in Frankreich ist das geltendes Recht, es ist Gesetz 2018 1201, Lutte contre la Manipulation de la Information, ist in Kraft dort und funktioniert meines Wissens nach sehr gut. Man muss halt einfach den Rechtsstaat vielleicht updaten, um mit den Gegebenheiten des Internets Schritt zu halten, anstatt ihm irgendwie aufzugeben und diese sehr wichtige Macht an den Plattformen zu übergeben. Und noch ein Punkt bezüglich der ganzen Frage der Selbstregulierung. Also die Expert Working Group, von der Sie da die ganze Zeit sprechen, wo eben die großen Plattformen drinnen gesessen sind und die Werbeindustrie und Wikipedia übrigens, deswegen wissen wir davon, das ist auch spannend, weil sie dort keinen Vertreter der Zivilgesellschaft drinnen hatten und auch nicht die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in dem Bereich aktiv sind. Und letzter Fun Fact, die Working Group hieß ursprünglich nach Ministerin Gabriel, also Kommissarin Gabriel ausgesucht, Expert Working Group on Fake News, aber dann gab es einen einstimmigen Beschluss, das auf Desinformation umzunennen, genauso wie dieses Panel hier heute. Na, vielleicht kann ich nur einen ganzen kurzen vielleicht Missverständnis vorbeugen. Diese Selbstregulierung tritt nicht anstelle
von staatlicher Überprüfung. Das heißt, alle die oder ein großer Teil jener Meldungen, die an die Plattformen gehen, um jetzt bestimmte Informationen, die Hate Speech beinhalten, zu beseitigen, da geht eins zu eins die Information auch an die Staatsanwaltschaft und an die Polizei, dass strafrechtliche Ermittlungen, wenn Straftatbestände erfüllt sind, parallel dazu entstehen. Aber der Prozess des Removals, der Schadensbegrenzung, der Sofortreaktion, das ist nicht durch die staatliche Rechtsprechung im Strafverfahren möglich, sondern die kommt als zusätzliches Element dazu. Nicht anders ist es in Frankreich. Es wird dort kein Polizist in Facebook herumsitzen und da ad hoc Inhalte entfernen, sondern auch da in Frankreich kommt staatliche Maßnahmen komplementär in Ergänzung zu den Selbstregulierungsmaßnahmen zu. Die beiden stehen nicht in einem Entweder-Oder, sondern in einem Sowohl-als-auch-Zusammenhang. Es gab dann eine Meldung aus dem Publikum. Ich möchte kurz zum Microtargeting zurückkommen, weil der Grund, weshalb Fake News ja eigentlich funktioniert, ist, weil diese Desinformation eine Plattform, also beziehungsweise nicht eine Plattform, sondern seine Zielgruppe findet. Und Media Literacy funktioniert dann gut, wenn es auch Menschen trifft, die sehen, dass das tatsächlich falsch ist und die dann, wo dann nicht die Plattform eingreift, sondern andere Leute auf dieser Plattform sehen, das ist offensichtlich falsch und sich dort eben eine Meinung bildet, die nicht nur aus der Zielgruppe besteht. Microtargeting ist etwas, das sich in den letzten Jahren eigentlich, also letzten vielleicht nicht einmal 10 Jahren entwickelt hat. Davor habe ich zur Trafik gehen können, mir alle Zeitungen durchschauen können, ohne überhaupt etwas zu zahlen und habe alle Werbungen gesehen. Auf der anderen Seite, wenn ich mich jetzt bei Facebook oder Twitter registriere und einen Tweet absetze, bekomme ich gleich die Information, hey, möchtest du nicht da ein bisschen Geld einwerfen, damit das mehr Leute sehen? Das heißt, es sind nicht nur Firmen, die, die eigentlich Werbung machen, sondern oft zum Teil auch Privatpersonen oder im Endeffekt wer auch immer dahinter steckt. Würde es nicht Sinn machen, tatsächlich auf dieses Microtargeting zu gehen und zu sagen, Dinge, die, wo eine gewisse Zielgruppe angesprochen wird, darf diese Zielgruppe nicht mehr als 50% betragen? Dass ich zum Beispiel in meiner Timeline wirklich Posts sehe, die absolut random sind, wo mir die Plattform zeigt, auch die sind random, weil das ist halt so. Und damit sehe ich auch, damit habe ich auch gleichzeitig eine Öffentlichkeit, die mehr über sich selbst und nicht in dieser Werbebubble lebt. Spricht da EU etwas dagegen, im Endeffekt da ein bisschen regulierend oder eventuell sogar auch selbstregulierend einzugreifen? Vielleicht, wenn ich als Erster vor den Microtargeting-Experten da antworten kann. Ich finde die Idee sehr verlockend und spannend. Die hieße aber gleichzeitig auch, dass die ganzen Online-Plattformen ihren Algorithmus preisgeben und bekannt geben, nach welchen Mustern der funktioniert und welche Schwerpunkte sie damit setzen wollen. Und diese Algorithmen werden ja so gehandelt wie die Rezepte von der Sacher dort. Sie sind unter Verschluss und man kommt da nicht dran, aus guten Gründen möglicherweise. Aber ich finde die Idee bestechend. Ich glaube nur, das geht an das very core des Geschäftsmodells der Online-Plattformen. Ich persönlich finde es nicht. Magst du auch noch was sagen dazu? Ja, da wäre vielleicht sogar die einfachere Lösung, wegzugehen von Facebook und eine unabhängige öffentlich-rechtliche Plattform europaweit zu gründen. Es klingt jetzt erst einmal schwieriger, als Facebook dazu zu bekommen, sein eigenes Geschäftsmodell zu ändern. Aber es wäre zumindest eine andere Möglichkeit, eben zu sagen, wir wollen das nicht. Wir wollen, dass sich Europäer oder global, wir sind ja eine globalisierte Welt, aber es wird halt einfacher, mal irgendwo kleiner anzufangen, also vielleicht doch mal Europa. Wir wollen das nicht. Wir wollen
keinen Algorithmus, der das irgendwie nach Aufmerksamkeit sortiert, nach wer schreit am lautesten, sondern alle sollen einfach gleich das sehen sollen. Es soll gar keine Werbung geben. Es ist ein nicht kommerzielles, eine nicht kommerzielle Plattform. Es verdient keiner damit Geld. Ja, da haben wir natürlich andere Probleme. Wer schafft sie? Wer kontrolliert sie? Ist das dann, wenn das zum Beispiel einzelne Staaten tun, eine staatliche Plattform, wer würde das wiederum nutzen? Also da gibt es noch genug andere Probleme, wenn wir dieses Fass jetzt aufmachen, aber es, als Denkansatz fände ich es jetzt einmal gar nicht so schlecht. Und zu deinem Vorschlag finde ich gut, ich halte es eben auch für sehr schwierig umsetzbar. Eventuell könnte man das mit dem Microtargeting auch zumindest so lösen, dass 2 Monate vor den Wahlen sowas halt einfach nicht gemacht werden darf. Das wäre zum Beispiel ein Eingriff, da würde Facebook vielleicht noch eher mitspielen. Allerdings spielen da, glaube ich, die Parteien nicht mit. Das ist das zweite Problem. Also, dass dieses Microtargeting einfach viel zu gerne verwendet wird, als dass ein Nationalstaat jetzt wirklich dagegen vorgehen würde. Da habe ich bisher überhaupt nichts dazu gehört, außer von einzelnen Parteien. Da hinten gab es noch eine Wortmeldung. Ich möchte mich eigentlich nur ganz kurz noch aufhalten an der Bemerkung, aus der Opferrolle herauskommen. Ich halte das wirklich für zielführend, dass Europa und auch wir aus einer selbst ernannten Opferrolle herauskommen und Lösungen besprechen. Und ich glaube, einiges Vernünftige ist ja hier wirklich gefallen. Und in dem Zusammenhang möchte ich das eben aufgemachte Fass durchaus noch ein bisschen strapazieren. Denn wenn ich Ihnen zuhöre, dann höre ich, dass es wichtig wäre, dass wir Media Literacy, also medienkompetent sind, dass wir eine öffentliche Kontrolle brauchen, dass wir datensicher sein und Datensicherheit brauchen, dass das nicht kommerzielle wichtig ist. Und da glaube ich, gibt es für mich eine Skurrilität. All das haben wir in unserer Gesellschaft. Das sind nämlich idealtypisch die Öffentlich-Rechtlichen. Die Öffentlich-Rechtlichen, also auch der ORF, hat eine funktionierende Regulierung. Wir haben Qualitätsstandards. Das, was Sie gesagt haben, den Code of Conduct, den wir den Großen abzwingen wollen, den haben wir schon längst. Ja, wir haben einen Ethikrat im ORF. Ich gehöre ihm an. Ich kann Ihnen sagen, das funktioniert. Wir haben Social Media Guidelines. Das existiert alles. Wir sind nicht kommerziell, wir sind datensicher und wir sind europäisch. Ich kann Ihnen nur eine aktuelle Zahl sagen, im letzten Jahr haben die Vereinigten Europäischen Öffentlich-Rechtlichen Rundfunkanstalten 18 Milliarden Euro investiert in europäischen Content, das sind 52% ihrer Einnahmen. Also was ich mich frage, ich behaupte nicht, dass die Öffentlich-Rechtlichen alle Probleme lösen können, das wäre Unsinn. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir nehmen nicht das wahr, was wir eigentlich längst in unserer Mitte haben. Warum nehmen wir nicht die Öffentlich-Rechtlichen in Verpflichtung? Ich bin selber beim ORF, wie Sie vielleicht hören, aber ich glaube, hier sollte man uns an der Nase nehmen und auch wirklich zu unserem Glück zwingen, wenn man so will. Warum nützen wir nicht diese Chance, sondern versuchen mehr oder weniger Dämonen, Giganten, wie es immer heißt, irgendwo hinzuzwingen, die, wie Sie richtig sagen, ja gar nicht die Aufgabe haben, sich selber zu regulieren. Ja, ich will nicht von Facebook regulieren werden oder von Google oder vom Herrn Zuckerberg, das sollten schon wir selber machen. Also warum nehmen wir diese europäische Chance existierender Medienqualität nicht viel stärker an? Was wir jetzt haben, nur ein Satz noch, bin ich schon fertig, ist genau das Gegenteil. Ja, wir beschränken öffentlich-rechtliche Medien in ganz Europa in einer vollkommen abstrusen Weise. Ja, Sie wissen es alle, wir haben Beschränkungen, dass wir öffentlich finanzierte Inhalte nach 7 Tagen vom Netz nehmen müssen. Das ist ein demokratiepolitischer Skandal, der gegen alle Bürger spricht. Wir rennen schon seit 15 Jahren den österreichischen Politikern nach und nichts ändert sich. Jetzt wird es wieder einmal versprochen. Ja? Wir haben sogenannte Vorabprüfungen, wir haben Public Value Tests, ja, zynischerweise so genannt, die eine reine Innovationsbarriere sind. Immer wenn Öffentlich-Rechtliche im gemeinwohlorientierten Interesse versuchen, digitale Medieninnovation zu betreiben, ja, werden wir eigentlich abgehalten mit dem Argument, das sei marktverzerrend. Ich glaube, wir müssen endlich beginnen. Es war mehr als ein Satz jetzt noch. Okay, bitte dann
Frage ich, warum wir das nicht tun. Ich möchte dann noch unbedingt nicht vergessen, zwei Best-Practice-Beispiele auf Einwurf auch von Ihnen noch unbedingt vorstellen, nämlich das Medienprojekt von Jan und dein Medienkompetenzprojekt noch. Aber zuerst bitte noch eine Wortmeldung von da vorne, von dem Herrn. Ja, ich möchte unmittelbar an der Debatte um die öffentlich-rechtliche Rolle in den sozialen Medien anschließen und möchte gern versuchen, eine Parallele zu ziehen zu den 70er Jahren. In den 70er Jahren ist die europäische Luftfahrtindustrie vor der Situation gestanden, entweder eine große europäische Allianz zu schließen, die auch mit zweistelligen Milliardenbeträgen finanziert worden ist, sonst würde es heute keine Flugzeuge mehr geben, die in Europa gebaut werden. Es werden nur mehr Boeing und andere Konzerne. Wir sind heute in einer Situation, wo die weltmarktbeherrschenden Internetkonzerne im Wesentlichen in den USA sitzen, manche in China. Und die Situation ist für Europa dermaßen dramatisch, dass man das Beispiel Airbus hernehmen könnte, um zu sagen, man muss diesen Gedanken einer großen europäischen öffentlich-rechtlichen Social-Media-Initiative, die wirklich mit viel Geld ausgestattet sein muss, denn das, was die öffentlich-rechtlichen Sender jetzt auf nationaler Ebene zu leisten sind, ist natürlich nicht dazu in der Lage, um jetzt auch von der Angebotsqualität her das mit dieser Entwicklungsgeschwindigkeit voranzutreiben. Da steckt ja enorm viel Forschungs- und Entwicklungskapital auch drinnen, wenn da nicht Geld auch hineinfließt. Und die Europäische Union hat die rechtlichen Mittel und auch die budgetären Mittel dazu, solche Schritte zu setzen. Sie kann auf der einen Seite hergehen und regulieren und sagen, soziale Medienplattformen, die in Europa online sein wollen, müssen ihre Algorithmen offenlegen. Die Öffentlich-Rechtlichen werden da kein Problem damit haben. Und damit durchbricht man sozusagen einen wesentlichen Punkt der Problematik, dass wir diese Themen mit Microtargeting und Manipulationsmöglichkeiten von den Privaten nicht in den Griff kommen. Und ich bin davon überzeugt, wenn die Europäische Union die politische Konsequenz hat, das auch zu tun, dann werden auch Facebook und Co. mitziehen, denn sie wollen den Markt nicht verlieren. Was ich gerne anregen würde und wo ich mich immer frage, warum das nie gemacht wird. Also ich glaube nicht, dass man mit Staatsinterventionen was wie Facebook so einfach hochzieht. Und wenn man das hat, dann ist die Entwicklung ganz woanders, bei irgendwelchen Messenger-Plattformen und sowas. Das vermute ich, wäre schön, aber wird nicht klappen. Aber was ich nicht verstehe, es hat immer wieder Versuche gegeben, sozusagen offene Plattformen im Netz zu bauen, auch als Alternative zu Facebook, Diaspora, jetzt gibt es Mastodon, es gibt viele andere, es gibt alle möglichen offenen Standards, offene Protokolle, es gibt das Indie-Web, es gibt den Berners-Lee, der Erfinder des World Wide Web, der an solchen Technologien arbeitet. Und wenn in Europa das gepusht würde, zum Beispiel indem man sagt, die Universitäten und die öffentlichen Einrichtungen sollen solche Technologien verwenden. Wenn die alle Diaspora-Klone aufgebaut hätten oder POTS oder wie das hieß, als das gekommen wäre und klar wäre, im öffentlichen Bereich wird mit solchen Technologien gearbeitet und nicht auch mit diesen proprietären Netzwerken, dann könnte man mit wahrscheinlich weniger Geld schon ziemlich viel erreichen, weil man die dann überhaupt in die kritische Masse reinbringen könnte. Und ich verstehe eigentlich nicht, warum das nie gemacht wird. Ob das eine blauäugige Vorstellung ist, dass man auf dem Wege was machen könnte. Also eher die Plattform als jetzt Inhalte zu fördern oder ganz bestimmte Technologien. Ich glaube, ein wichtiger Bestandteil ist einfach die Lizenzfrage, dass man vor allem auch die öffentlich-rechtlichen Inhalte, wenn sie mit Steuergeld finanziert sind, unter freier Lizenz für alle zur Verfügung stellt und nicht nur das Interview mit Kickl auf Facebook hat und ansonsten findet man es im Netz nicht. Aber wir sind da irgendwie auch ganz stark beim Urheberrecht. Da wollte ich noch kurz zu sprechen kommen, gerade auch, weil Sie Tim Berners-Lee genannt haben, der Erfinder des World Wide Web, ist da gerade in einer Reihe mit zum Beispiel auch David Kaye, dem UN-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit. Die warnen alle vor der anstehenden EU-Urheberrechtsrichtlinie. Und das hat auf eine lustige Art und Weise etwas mit dem Thema heute zu tun. Es gab nämlich vor kurzem einen Bericht der EU-Kommission auf Medium, wo über die Kritik an diesem Gesetz, die eben auch von der UN geteilt wird, gesagt wurde, das sei ein Mob, das sei eine fehlgesteuerte, von Google finanzierte Truppe
und die würden sich hier in die Irre leiten lassen, von simplen Slogans verleiten lassen, die auch zum Brexit geführt hätten. Und das ist ein, finde ich, sehr gefährliches Beispiel. Dieser Artikel wurde dann, weil er so peinlich war, nach ein paar Tagen auch depubliziert. Aber hier wurde eben auch Falschinformation bezüglich einer Abstimmung, die noch nicht getroffen ist. Im EU-Parlament wird am 27. März darüber abgestimmt. Und da hat die Kommission sehr einseitig Partei ergriffen in dem Thema. Das eigentliche Problem ist aber, und da erinnern wir uns mal kurz zurück an ACTA und an andere große Abstimmungen in Europa, die dazu geführt haben, dass eine Generation zum ersten Mal sich politisch engagiert. Noch dazu bei einem europäischen Thema. Und diese jungen Menschen wurden von der EU-Kommission als Mob bezeichnet in diesem Artikel. Ich habe ihn hier. Es gibt auch ein paar Leute, die noch Ausdrucke haben und den dann auch gerne hier verteilen können im Saal. Und das ist auch eigentlich noch mal schlimmer als Falschinformation, weil hier eben auch an den Grundfesten der Demokratie gesägt wird. An einer Stelle, wo wir kurz vor der EU-Wahl eigentlich gerade wirklich darauf schauen müssen, dass wir dieses zarte Pflänzchen Europa im Angesicht von dem vielen Nationalismus gerade bei den jungen Leuten hochhalten. Dass die zur Wahl gehen, ist wichtig. Wenn wir die heute für Europa begeistern, dann bleiben die hoffentlich ein Leben lang dabei. Und gerade bei so einer wichtigen Abstimmung, wo es wirklich gewichtige Kritik und Gegenargumente gibt, so einseitig zu berichten, finde ich eine sehr gefährliche und der EU-Kommission auch unwürdiges Vorgehen. Ja, auf das nehme ich jetzt nicht Bezug, weil ich das nicht kenne, schlicht nicht kenne und dieses Papier auch nicht kenne. Es hat kein typisches Logo der Europäischen Kommission. Ist auf dem Medium-Artikel, auf dem Medium-Account der EU-Kommission. Aber das, was da als Ausdruck da ist, ist nicht ein Kommissions... Sie können es nachlesen. Kommissar Ansip hat sich dann auch dafür entschuldigt. Ich nehme darauf nicht Bezug, weil ich es schlicht nicht kenne. Was ich aber ganz kurz noch sagen wollte, eher konstruktiv enden, weil wir bald gegen das Ende kommen. Was kann Positives getan werden? Klar ist, dass sich die Medienlandschaft verändert. Klar ist, dass die Social Media an Bedeutung zunehmen und klar ist, dass die traditionellen Medien an Bedeutung abnehmen, dass da insbesondere der traditionelle Journalismus in einer großen Herausforderung steht. Medien nehmen ab, Zeitungen sperren zu, Journalisten werden zahlenmäßig abgebaut etc. Das sind alles äußerst problematische Entwicklungen, wenn man sich vor Augen hält, dass insbesondere traditionelle Medien, Meinungsvielfalt, Qualitätsjournalismus ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer demokratischen Verfasstheit sind, eben weil es Kontrolle von staatlichen Einrichtungen mit diesen Medien gibt und weil eben Recherche als Untergrund für diese Produktionen im Wesentlichen das Geschäftsmodell ist. Den Punkt möchte ich kurz aufnehmen. Wir sehen zum Beispiel auch in den USA, dass quasi der Journalismus durch Trump neu gefordert ist, anders gefordert ist. Zeitungen bauen große Investigativteams auf. Diese Beispiele kennen wir alle von Washington Post und etc. Ich würde jetzt noch gern bitten, dass du deine Arbeitsstelle beschreibst, weil quasi du hast dich auch entschieden, von einem öffentlich-rechtlichen Sender einmal wegzugehen und bist jetzt woanders und wie dieses Bezahlmodell eines neuen unabhängigen Journalismus auch funktionieren könnte, würde mich interessieren. Genau, das stimmt. Ich war sehr viele Jahre beim tschechischen Fernsehen. Das ist wie ORF in Österreich, ein öffentlich-rechtlicher Sender in der Tschechischen Republik. Jetzt bin ich bei einem neuen Projekt, heißt Deník N. Und wir machen eigentlich nichts Besonderes. Wir versuchen die Leute, den Menschen zu sagen, wenn sie etwas wollen, sie müssen dafür bezahlen. Was ist daran Neues? Nix. Wenn man etwas will, man muss das kaufen. This is nothing new. This is absolutely normal. People understand it. Anytime they are hungry, anytime they are thirsty, anytime they want whatever, they go and pay money and they have it. For some reason, and we know for which reason,
for it was the big change that internet brought. This seemed not to be valid for news. People got used to getting their news for free. And as yes, that's the good news about fake news, that the fake news brought interest in quality journalism. Not only in the United States, but also elsewhere. I don't know the numbers in Austria, but in the Czech Republic, all good media, or I'm not sure about all, but very many good media report greater interest, more subscribers, and they can rely more and more on the money they get from the customers. We decided, we means me and a group of about 45 journalists from different media organizations, we decided to start a media organization that is totally different from all others, because we do not give anything for free. We don't have one single article on our website that you can read for free. Everything is only for subscribers. We are not the first one. We are the first ones to start this or to try this in the Czech Republic, but we are not the first ones totally. There is a media organization in Slovakia. The history is very interesting. There was a huge, or the most important newspaper in Slovakia was bought by an investment company called Penta. Penta is a huge investment group in Slovakia with great connections to Slovak politicians, Slovak decision making. And when they bought this huge newspaper, the most important newspaper of the country called SME, almost the whole team, almost the whole the group of the journalists left. They said, we are not going to work for Penta, we are not going to work for this newspaper with this owner. And they started independent project that it was financed only by subscribers. That was 5 years ago. Nobody believed that this project in a country of 5 million people would survive. But it did, and at the end of the fourth year, it started to be in the black numbers, meaning making small but still profit. They decided last year to bring their operations or to open an outlet or a branch in the Czech Republic, that is us. We started operating in October. We decided for October because this is the same with Austria. We had 100 years from the creation of independent Czechoslovakia on the 28th of October. It's a big national holiday. And we came up on this day and said, this is our project for this anniversary. We are coming with a new, completely independent media organization. You can pay for quality news and you can make us survive. You can contribute to the survival of quality journalism in the Czech Republic. We have some startup capital that allows us to operate for also about 4 years. We need to be self-supporting ourselves at the end of the fourth year. We are now at the very beginning. Our calculations are we need between 20 and 30,000 subscribers to be able to survive only on the money we get from them. At the time, we have close to 9,000 subscribers after how many? Five months, if I calculate correctly. So I cannot guarantee that this project is going to be successful. Maybe it won't, but we are doing everything that is, and the numbers make us very happy. We plan to have this number of subscribers at the end of this year. So we are about 1 year
ahead of our plans. At the beginning, the interest was huge. We really did not almost manage to handle the subscriptions. Now it's getting less steep, but still we are gaining new and new subscribers every day. And we believe that this is the only model journalism can survive. You cannot give your work for free, you cannot give your product for free, you cannot rely on advertisements or whatever other sources. At the end of the day, it is the customer that has to pay for quality products. Cannot be any other way. Und noch ein zweites Beispiel, bevor wir in eine Schlussrunde gehen, würde ich sagen, Medienkompetenz ist heute schon ein paar Mal gefallen, auf das kann sich quasi eh jeder einigen, trotzdem passiert sehr wenig eigentlich auf dem Feld. Ja, also es gibt ja sogar mittlerweile die Richtlinie für Schulen, digitale Medienkompetenz in den Lehrplan zu integrieren. De facto ist das aber so, dass zum Beispiel das Thema Fake News ungefähr 1 bis maximal 2 Stunden pro ganzer Schulkarriere gewidmet werden. Das ist irgendwie ein bisschen mager. Ein bisschen wenig, ja. Aber deswegen gibt es immer wieder auch Initiativen, die versuchen, das in die Schulen zu tragen. Da gibt es mehrere. Und seit kurzem gibt es auch eine Initiative, die heißt Lie Detectors. Die kommt eigentlich aus Brüssel und ist nach Belgien auch in Deutschland gestartet und vor kurzem auch in Österreich in Wien. Und was ist das? Diese Organisation, die auch unabhängig finanziert wird und dann, ja, also das kann man sich im Web ansehen, wer hinter dieser Finanzierung steckt, unter lie-detectors.org. Die schickt dann Journalisten an Schulen, um über Fake News aufzuklären und um darüber aufzuklären, dass eben die Fehler, die Journalisten in ihrer Arbeit manchmal machen, nicht mit Fake News gleichzusetzen sind und dass Journalismus schon einen Wert hat und dass Journalisten aber auch Menschen sind und daher auch Fehler machen können. Und dieses Projekt ist jetzt vor kurzem in Wien gestartet. Vor ein paar Tagen waren die ersten unterwegs in den Schulen, 10 und 11 und 13 und 14 sind so die Zielgruppen von diesem Projekt und insgesamt sind da in Wien 12 Personen, also Journalisten, dabei, das zu machen und das ist jetzt gerade ganz neu gestartet und ich werde das auch übernehmen, weil ich finde, es ist total wichtig, gerade jungen Leuten diese Unterschiede beizubringen und aber nicht nur beizubringen, so von einer Vortragsperspektive, sondern mit ihnen das zu diskutieren, damit sie auch wirklich den Unterschied kapieren. Und nein, das wissen sie mit 10 und 11 noch nicht. Also da ist wirklich noch ein Alter, wo man sagen kann, ja, da macht Sinn. Und eines dieser Beispiele, was da im Unterricht dann auch zum Einsatz kommt, ist eben dieser Knöchelschal, weil das finden die alle super lustig. Und da haben sie dann einen persönlichen Bezug. Also man muss sie natürlich mit Beispielen aus ihrer Zielgruppe abholen und kann jetzt nicht gleich hochpolitisieren, sage ich jetzt mal. Ich würde jetzt noch zu einer kurzen Schlussrunde laden, wenn wir noch überziehen dürfen, kurz. Und würde gerne bei Ihnen anfangen. Ja, ich würde mich eher ganz kurz auf perspektivische Möglichkeiten beschränken. Das eine ist, was kann getan werden, noch zusätzlich zu all dem, was wir schon gesagt haben. Im Wesentlichen in den nächsten 6 Jahren des Budgets 2020 bis 2027 wird im Wesentlichen ein Schwerpunkt eben auf Desinformation gelegt werden. Horizont Europa wird eben Gelder dafür bekommen, Tools zu entwickeln, die helfen, Desinformationen zu identifizieren.
Connecting Europe ist ein anderes Programm, das im Wesentlichen das Netz von Faktencheckern miteinander verknüpfen wird, die in den jeweiligen Mitgliedstaaten tätig sind. Und ein drittes Programm, das mit dem Namen Kreatives Europa überschrieben ist, wird im Wesentlichen den strukturellen Änderungen, die derzeit in der Medienlandschaft passieren, Rechnung tragen. Es wird darauf besonders Wert legen, dass eben der Medienpluralismus erhalten bleibt in den Mitgliedstaaten oder dort, wo er schon sehr bedroht ist, wieder etabliert wird. Das insbesondere für grenzüberschreitenden investigativen Journalismus Förderungen bereitgestellt werden, dass insbesondere bedrohte Journalisten, darüber haben wir gar nicht gesprochen, das ist auch eine Facette, die aus diesen Hate Speech und Desinformationskontext nicht außer Acht gelassen werden kann. Ein Journalist in Slowakei wurde exakt vor einem Jahr umgebracht. Dass dafür auch Geld verwendet wird, im Wesentlichen, um eben das, was unsere rechtsstaatliche demokratische Freiheit letztlich unter Druck setzt, dass das eben mit einer robusten Gegenantwort versehen wird. Es ist wahrscheinlich richtig, bislang waren wir in Europa zu still, bislang waren wir wahrscheinlich zu naiv, was diese Desinformation und die Gefahren, die damit verknüpft sind, mit systematischer Manipulation, dass wir das hingenommen haben. Das sollte sich jetzt aber doch deutlich ändern. Kann ich dem komplett abschließen? Ich glaube auch, dass wir da noch viel mehr angewiesen sind auf die EU-Kommission, was den Schutz von Rechtsstaatlichkeit, von demokratischen Prinzipien angeht. Ich gebe Ihnen absolut recht, Journalistinnen und Journalisten sind noch viel wichtiger als jemals zuvor in der Zeit, in der wir heute leben, und deswegen müssen wir sie schützen. Auch wichtig sind Watchdogs aus der Zivilgesellschaft, die der Politik genau auf die Finger schauen. Und was die ganzen netzpolitischen Sachen angeht, wir müssen wegkommen von diesem Überwachungskapitalismus. Wir müssen Microtargeting verbieten, meiner Meinung nach, zumindest im Wahlkampfkontext. Und ganz wichtig ist, wir brauchen keine Wahrheitsministerien, und wir dürfen aber auch nicht die Rechtsdurchsetzung privatisieren. Das wäre brandgefährlich. I would perhaps at the end say that I think that fake news is really something that is very new for us. It's not that in the politic people did not lie before, they did, of course, but was already told, the technical possibilities to spread the information and also disinformation are not, we cannot compare that with anything we knew from the history. The fear from fake news is very right thing. It's a danger. It's a very dangerous phenomenon in the free world. But I also think, and I want to say something optimistic at the end, I also think that we will learn how to live with this phenomenon. We will learn how to fight against it in a way that would harm information, journalism, free speech, and things that are important. And I don't think that we are able to stop fake news from existing, that we are able to come back to some situation that we knew before, that this phenomenon didn't exist. I don't believe this will happen. I think that fake news will stay. They will be also even more and more sophisticated. This is happening now. I mean, when we look at fake news that were spread 3, 4, 5 years ago, they make us laugh now. Nobody would believe that. Now they are a lot more sophisticated, and this will also go on. But we will, as a society and as societies in different countries, I think that we will simply get used to it. People will start thinking that, okay, there are fake news. I need to be careful.
but I think that we will manage that as we managed a lot of other dangers before. Ja, es ist immer schwer, der Letzte in der Runde zu sein, wenn schon so viel Input gekommen ist. Was mir persönlich sehr wichtig ist, ist, dass der Medienpluralismus erhalten bleibt und dass wir wegkommen von einer übermächtigen Plattform, die irgendwie alles dominiert, wieder hin zu mehreren Quellen und die Freude, mehrere Quellen aufrufen zu können überhaupt. Also ich glaube, dass wir als Gesellschaft auch schon sehr bequem geworden sind, wie wir mit Nachrichten umgehen und wie wir Nachrichten konsumieren. Und die beste, tollste Plattform und die besten, tollsten Journalisten nutzen nichts, wenn sie nicht gefunden oder gelesen werden. Und über Qualität alleine geht das manchmal nicht immer. Und was ich jetzt zum Abschluss noch sagen will, wir sollten wirklich auch Modelle andenken, eben wie dieses entweder ein öffentlich-rechtliches Modell oder wirklich auch die Förderung alternativer Plattformen, die eben dezentralisiert organisiert sind, um wegzukommen und auch wirklich hier eine Vielfalt zu schaffen, um wegzukommen von dieser Aufmerksamkeitsökonomie und auch diesem Überwachungskapitalismus, von dem wir halt auch schon gesprochen haben. Das wäre mir persönlich am wichtigsten, neben all diesen Punkten, die schon angesprochen worden sind. Vielen lieben Dank allen meinen Gästen und Publikum. Vielen lieben Dank fürs Zuhören hier und im Livestream. Und ich möchte allen noch eine schöne Elevate-Nacht wünschen. Wer noch Programmbedarf hat, es gibt Flyer, die ausliegen mit dem Timetable. Vielen lieben Dank. Thank you.